Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu unserem ersten Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution 2, nämlich unserer Prehistoric Sanctuary UK. Beim letzten Mal haben wir unsere ersten Dinosaurier freigelassen und ihr habt wieder wirklich richtig tolle Namensvorschläge in die Kommentare geschrieben. Einige von euch haben sich dementsprechend hier auch verewigt. Und genau an dieser Stelle geht's weiter. Ich werde jetzt hier erstmal den Weg ein bisschen weiterführen. Nämlich in diese Richtung, wo ich dann auch weiter gehen möchte. Ungefähr so. Breiter mache ich gleich erst, wenn ich den Grundriss ein bisschen weitergeführt habe. Denn ich möchte hier, wie ihr sehen könnt, so ein Lagunenbecken gerne unterbringen. Dann müssen wir mal schauen von der Rundung her, dass das passt. So ist es von der Größe eigentlich gar nicht so schlecht. Sind die Formen gut? Ja. Das passt eigentlich. Dann hat man auch einen richtig geilen Ausblick auf das Meer. Schnell die Bäume weg. Oh ja, das ist nice, wenn man dann da runter gucken kann und dann dort das Meer sieht. Das gefällt mir. Müssen wir aber den Weg hier nochmal ein bisschen anpassen. Dass es dann nachher tatsächlich von der Rundung her hier dann auch hingeht. So. Und dann machen wir es hier mal auch fertig eben schnell. Ich glaube, ich werde hier nämlich versuchen, von diesem Weg dann wegzukommen, diesen zweifarbigen Weg. Das wird sonst, glaube ich, zu anstrengend, wenn ich das jetzt hier komplett durchziehe. Ich will es nur hier vorne haben, weil ich will auch noch in diese Richtung ein bisschen gehen. Vielleicht sollten wir gleich erstmal die Lagune so ein bisschen planen, was wohin kommt. Ich jetzt hier groß Wege einzeichne. Das ist wahrscheinlich ein bisschen smarter. Aber so ist an sich gar nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, warum hier noch so ein grünes Stück ist. Das liegt wahrscheinlich daran, dass hier das Land nicht richtig angepasst ist. Gehe ich mal von aus. Ja, okay. Und wie das Spiel gerade leckt, wenn ich das mache. Seltsam. Oh, vielleicht sollte ich dann allgemein hier ein bisschen absenken, weil so gefällt mir das echt besser. So, jetzt haben wir hier auch alles auf einer Höhe. Können wir das hier auch besser einzeichnen. Dann mal hier den Übergang bis da vorne hin. Und dann könnten wir eigentlich auch versuchen, machen wir mal so ein Zwischenstück rein. Dann kann ich das eigentlich einmal löschen hier, das Stück, wenn ich es hinbekomme. So. Genau so wollte ich das. Und dann können wir hier einmal die Rundung dort hineinführen wieder, in den Weg. Wird ein ganz schön großer Komplex hier um das Ding herum. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Mit viel Arbeit. Aber ich glaube, das wird sich lohnen. Das wird, glaube ich, ziemlich cool aussehen. Aber bevor ich jetzt hier weiter einzeichne, überlege ich mir mal eben Spots für die Lagunenbrutstätte einmal. Die brauchen wir. Könnten wir eigentlich hier auf diese Seite, glaube ich, machen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Wenn die da so hinkommt. Das finde ich ganz gut. Und wir brauchen natürlich noch diese Beobachtungsgalerien, die man ja auch absenken kann. Das finde ich mega cool. Ich glaube, da packe ich sogar noch eine dritte in die Mitte. Ja, den Haifeeder packe ich dann, denke ich mal, hier hin. Das finde ich ganz cool. Kann man dann eigentlich ganz gut sehen. Und dann brauchen wir auch noch Fischfieder. Die sind eigentlich relativ egal, wo die hinkommen. Diese hier brauchen wir. Kann ich dann eigentlich mal dahin packen und dahin packen. Und vielleicht noch hier ein und dort ein. Dann haben wir das gleichmäßig. So also ein bisschen Optik machen die ja auch aus an der Wand da. Hier ist ja auch so ein kleiner Stromkasten. Das ist ja auch dann ganz cool. Und jetzt kann ich die Wege erstmal weiterführen. Schön hier drumherum. So finde ich ganz gut. Dann machen wir hier die restliche Wegfläche auch noch aus.
glaube, wenn das gleichmäßig ist, sieht es am besten aus. Deswegen mache ich das so. Und dann kann man ja hier drumherum bauen. Denke ich mal, die beste Lösung. Wir hier dann den Weg einmal drumherum führen. Um diese Brutstätte auch ein bisschen verbreitert. Dann hier vorne genauso einmal abschrägen. Denke mal, das ist die schickste Lösung. Ja, die gefällt mir am besten, definitiv. Dann sieht das doch schon ganz ordentlich aus. Dann glätte ich hier noch einmal ein bisschen über das Ganze. Beim Glätten leckt mein Spiel irgendwie voll auf dem Park hier. Habe ich aber nur hier auf der Karte. Keine Ahnung, woran das liegt. Ist aber jetzt auch nicht mega schlimm. Davon kann ich auch schon mal überglätten. Sieht das nicht mehr ganz so schäbig aus. So, das ist doch schon gut. Und hier vorne hätte ich noch vielleicht so das ein oder andere Hotel gerne. Wo dann die Gäste auch einchecken können. Das wäre cool. Denk mal, ich fange da erstmal so mit vorne so kleinen Hotels an. Will auch nicht zu sehr die Sicht verdecken. Weil ich halt gerne noch diesen Meerblick beibehalten möchte. Kann aber von der Position her ruhig ein bisschen variieren. Die Hotels sehen meistens dann ziemlich nice aus. Die haben eine sehr coole Form in dem Spiel, die Hotels. Ja, der Pool so in diese Richtung wäre schon heftig. Machen wir das dann so in diese Kurve rein so ein bisschen. Sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus. Und dann hier vorne in die Ecke vielleicht noch eine Toilette hin platzieren. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Und den Weg hier eigentlich jetzt auch. Ja, kann man tatsächlich. Das ist ja mega gut. Kehren wir den mal ein. Fällt das nämlich nicht mehr so auf, dass hier die Kurve und der Übergang nicht perfekt ist. Können wir das ein bisschen kaschieren mit. Boah, sehr schön. Ja, das ist ja perfekt an der Stelle. Richtig gut. Und jetzt können wir hier schon mal versuchen, das Ganze zu führen. So ist es in Ordnung. Man muss hier jetzt aber noch mal einiges flicken, weil ich hier gerne den Weg noch ein bisschen breiter hätte. Aber das kriege ich noch hin. Meint ihr, wir können es einfach austauschen vielleicht? Oh, tatsächlich. Ah, das ist ja perfekt. Gut, dann passt es. Sieht doch ganz ordentlich aus. Dann können wir hier schon mal das Ganze ein bisschen gestalten. Vielleicht können wir da so einen schönen Felsen mit reinmachen. Oh, der ist ja eigentlich schon voll interessant. Wir den ein bisschen drehen noch. So als kleines Highlight, so in die Mitte. Dass sie dann noch irgendwo aufliegt. Oh, das sieht doch schon cool aus. Sehr gut. Jetzt noch ein paar kleine andere Felsen drumherum. Dann vielleicht noch ein bisschen begrünen das Ganze. Und glaube ich gar nicht die Felsen, die ich vorher benutzt hatte. Ich hätte die mit dem Braun benutzt, aber ist egal. Können ja auch ruhig ein bisschen variieren, das macht gar nichts. Vielleicht den ein oder anderen etwas größeren Felsen dazwischen. Sieht aber schon ganz gut aus. So als kleine Deko. Und dann packen wir da noch ein paar Pflanzen mit rein. Sieht wie die aussehen. Doch, die sind doch schon schick. Und sieht das doch nice aus für die Lücke. Und hier bei den Hotels muss ich das Ganze auch einmal dann verbinden. Mit Wegen. Überleg, ob wir hier noch so eine kleine Fläche hinmachen. Wo dann sich die Besucher hinsetzen können. So finde ich das, glaube ich, gar nicht schlecht. Okay. Sieht schon ganz ordentlich aus. Dann müssten wir hier nochmal den Übergang ein bisschen machen. Da kommen dann gleich nochmal so coole Sonnenschirme hin. Dann haben die nochmal so eine
kleine Terrasse im Außenbereich vom Hotel. Ist doch gar nicht so schlecht. Zum Sitzen. Das ist doch eine ganz nette Sache. Aus wie so ein kleines Außencafé dann nochmal. Wenn dann die Leute nochmal bedient werden. Ja cool, das ist doch ganz gut. Werde ich aber nur bei dem großen Hotel so lassen, glaube ich. Bei den kleinen connecten wir einfach die Wege. Ein Stück raus. Dann einfach hier in den Hauptweg connecten. So ungefähr. Reicht eigentlich. Und hier können wir es ja dann auch einfach gerade machen. Das ist doch ganz okay. Sieht doch cool aus. Und hier hinten mache ich, glaube ich, auch noch ein Geschäft hin. Was haben wir denn da? Eigentlich haben wir da alles schon einmal benutzt, ne? Können wir jetzt hier einfach nochmal... Ja, ein Essensladen ist, glaube ich, nicht verkehrt. Hin platzieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Gebäudestil da hinten war. Schon ein bisschen her, dass ich gebaut habe. Aber das können wir gleich nachgucken und dann passe ich das dementsprechend an. Dafür braucht ihr ja nicht zuschauen. Das ist ja jetzt nicht so mega spannend. So, dann haben wir hier noch einen Laden. Und das sollte dann eigentlich an Gebäuden auch erstmal hier reichen. Sieht doch schon ganz ordentlich aus. Das hier gefällt mir noch nicht ganz so. Diese Rundung. Ich glaube, die muss ich doch wegmachen. Passt da irgendwie nicht so hin. Gerade ist es, glaube ich, cooler. Ja, so gefällt mir das besser. Das finde ich gut. Sieht der Laden jetzt so aus. Passt doch da an der Stelle ganz gut hin. Und hier vorne haben wir jetzt ja natürlich auch noch einen großen Platz, der gar nicht mal so groß mehr sein wird, weil ich werde hier den Berg noch entlang weiterziehen. Aber für ein Gehege sollte es, glaube ich, sogar fast ausreichen. Da hätte ich dann aber gern mal so eine Kyros-Fernfahrt. Haben wir noch gar nicht gemacht. Würde ich, glaube ich, ganz cool finden. Denn wenn ich die hier so hin platziere. Ist doch gar kein schlechter Spot für einen Eingang. Ja, hätte ich es doch mittig machen sollen? Ja, mittig ist, denke ich, die bessere Variante. Haben wir da den Gyros-Ferneingang. Und dann müssen wir hier natürlich auch noch ein Gehege ziehen. Ich werde jetzt aber, glaube ich, erstmal den Berg da im Hintergrund noch ein bisschen gestalten. Hier nochmal alles ein bisschen höher machen. Damit wir da dann auch einen schönen Berg haben. Ich glaube, ich mache den aber nur bis hier vorne. Wollen ja auch nicht zu sehr übertreiben. Aber je mehr Berg ich habe, desto weniger Zaun brauche ich dann auf der Rückseite, was dann wieder optisch natürlich viel, viel schöner ist. Muss man einfach sagen. Natürliche Barrieren sind immer besser. Es tut mir aber auch die Konsolenspieler echt leid, dass die das nicht machen können, weil die keine unsichtbaren Zäune haben. Oder nicht dieses coole Terrain-Tool. Ich hoffe wirklich, dass da noch vom Originalspiel was in diese Richtung passiert. Weil ist halt doof, ne? Also ich könnte mir das ohne die Mods nicht mehr vorstellen, dieses Game. Da wird mir einfach sowas fehlen. Da ist noch ein bisschen viel Wald. Deswegen kommt da keine Klippe zustande. Wir erstmal am besten komplett entfernen und dann können wir mal schauen, dass wir es im Nachhinein selber einfügen. Mit dem Wald. Aber das Bauen klappt wirklich richtig gut in dem Spiel. Also das muss man wirklich sagen. Ich komme da so gut mit klar und die Ergebnisse sind auch immer echt gut. Bin ich echt zufrieden mit. Das nächste Gehegeplan. Sieht schon ganz gut aus, auch so dann im Hintergrund noch mal ein bisschen Fels. Nicht schlecht. Hier hatten wir Pflanzenfresser, ne? Dann könnten wir da eigentlich die ersten Fleischfresser machen. Denk mal, ich mache das dann so. Was sind das? ETF. Warum sind hier Fische? Kommen die denn her?
Okay. Ja, hier schwimmen einfach mal Fische rum. Aber ich mache dann hier einfach gleich Wald vor, dann fällt das gar nicht auf. Denke ich, eine coole Lösung. Und hier ist sogar Wasser außerhalb. Vielleicht könnten wir das dann gleich benutzen. Oh, das kann man verbinden. Das ist ja richtig cool. Oh, nice. Dann können wir hier auch rüberglätten. Ragt das dann noch so ein bisschen rein, dass die trinken können. Und das reicht dann eigentlich locker aus. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das hier mache, vom Platz her. Ich weiß nicht, was ich immer falsch mache, aber an bestimmten Stellen hole ich mir da immer so ein paar Ecken und Kanten rein. Das ist krumm und schief wird alles. Ich meine, ist jetzt nicht mega schlimm. Aber es stört dann schon manchmal beim Bauen ein bisschen, weil man das dann immer ausgleichen muss. Aber optisch gesehen geht es eigentlich immer. Das kann man immer ganz gut retten. Dann ist hier. Sieht auch ganz gut aus. Brauchen wir noch ein Tor? Und dann denke ich mal hier vorne rein. Und dann haben wir hier das nächste Gehege. Ich würde jetzt hier gerne mal gucken, wie das ist mit dem Wald. Oh, guck mal, das können wir perfekt verstecken. Das ist gut. Das ist ja so gut. Fällt dann gar nicht mehr auf, dass der Zaun da einfach endet. Mega. Ja, das ist richtig gut. Können wir allgemein auf der Rückwand dann den Wald hinmachen. Dann passt das eigentlich. Geht auch schon in eine sehr gute Richtung. Dann haben wir da nämlich auch noch ein Gehege. Wir könnten jetzt auch überlegen, hier sogar noch ein weiteres Gebäude zu platzieren, nämlich eine Beobachtungsgalerie. Das ist ganz cool. Hier hinter mache ich dann, glaube ich, sogar noch mal so ein kleines Stück hin, wo man etwas näher rangehen. Oh, falsche Richtung. Wow. Etwas näher rangehen kann. An den Zaun. Das glaube ich ganz cool. Echt aufpassen, dass ich nicht in die falsche Richtung baue. So. Hier auch nochmal connecten. Und auch hier nochmal connecten. Und das Ganze auch noch ein bisschen anschrägen. Und hier die Zwischenstücke ausfüllen. So, jetzt klappt's. Manchmal muss man da so ein bisschen rumschalten. Aber dann haben wir da auch nochmal eine Fläche, wo man dann nochmal näher rangehen kann. Bis dann, dass hier auch nochmal Wasser hinkommt. Und dann nochmal wieder einiges an Wald. Aber das mit dem Wald mache ich dann gleich im Speedbuild, würde ich sagen. Allgemein jetzt. Also die Grundform steht ja. Ich werde jetzt hier noch Klippen ranmachen und ein bisschen Gestaltung vom Gehege. Und das mache ich jetzt im Speedbuild schnell fertig. Thank you.
Und in unsere Lagune kommt, wie gesagt, ein wunderschöner Mosasaurus. Cooler Skin, den ich ausgewählt habe. Sieht wieder so ein bisschen bemoost aus. Wie so eine ganz uralte Schildkröte. Finde ich immer richtig cool, wenn die so ein bisschen grüne Flecken damit drin haben. Voll gut. Das hier ist übrigens die wunderschöne Ansicht aus der Beobachtungsgalerie. Ich hoffe, der Moser snackt jetzt hier gleich den Hai. Dass wir das auch sehen. Wo ist er denn? Oh, der ist gerade da unter. Oh, jetzt kommt er. Okay. Habe ich fast das Timing verpasst. Aber da sehen wir es noch. Perfekt. Ist schon cool, die Sicht, ne? Dann so im Hintergrund noch die Berge. Und ja, das Meer kann man auch noch so ganz leicht sehen. Verschwommen. Und wir können noch runterfahren. Und dann das Ganze auch natürlich von unten begutachten. Leider ist der Moser gerade mega weit weg. Nee, da ist er. Hä? Ich sehe den Schatten. Ich glaube, der schwimmt direkt über mir. Kann das sein? Und in unser Landgehege kommen drei Baryonyx. Oh, ist das auch wieder ein cooler Skin. Ich habe gerade echt Glück mit der Skin-Auswahl. Auch wieder so richtig schön grün. Passt auch mega gut zu unseren anderen Urzeitlebewesen, die wir bis jetzt im Park haben. Da habt ihr übrigens in die Kommentare geschrieben, dass wohl die ersten Funde von Baryonyx in Großbritannien waren. Also das passt ganz gut. Deswegen habe ich mich auch letztendlich für diesen coolen Dinosaurier entschieden. Und nach landen jetzt hier die Baris in ihrem Gehege. Ihr könnt natürlich wieder tolle Namensvorschläge für die drei und den Mosasaurus in die Kommentare schreiben. Mit etwas Glück könnt ihr euch dann hier verewigen. Der sprintet direkt los. Was hat er vor? Hier wahrscheinlich was futtern oder so. Gehe ich mal von aus. Oder trinken. Ist ja auch egal. Wir gucken uns das Ganze nochmal von oben an. Ist ganz cool geworden. Bin ich sehr zufrieden mit. Also der erste Bereich vom Park ist jetzt soweit abgeschlossen. Wir haben jetzt nur noch diesen Bereich und diesen Bereich. Also ein Drittel, würde ich sagen, haben wir geschafft. Sieht doch schon sehr beeindruckend aus. Ja, ich finde, das ist echt schön geworden. Dann mit dieser tollen Aussicht auch noch. Richtig cool. Ich hoffe, die heutige Folge von unserem Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution 2 hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was wir heute gebaut haben.